Herr Muß, Sie sind Geschäftsführer der städtischen Wohnungsgesellschaft Leverkusen, WGL genannt, und haben soeben einen Trikotsatz an die Quettinger D1-Jugend übergeben. Was war der Grund dafür? Der Grund war dafür, wir sind angesprochen worden, ob wir hier als Wohnungsgesellschaft uns nicht auch mal außerhalb unserer Grundstücke und Gebäude engagieren wollen. Wir machen das gerne, weil wir fühlen uns verantwortlich für das Funktionieren der Wohnquartiere. Dazu gehört natürlich eine vernünftige Wohnung, dazu gehört ein vernünftiges Wohnumfeld, aber es gehören auch Freizeitaktivitäten dazu, Sport, aber auch Kultur. Und in all diesen Bereichen sind wir als WGL als Sponsor und als Spender tätig. Das heißt, das war keine einmalige, erstmalige Aktion, sondern Sie haben ähnliche Sachen schon häufiger gemacht. Wir fördern auch in anderen Stadtteilen, in der Regel in Verbindung mit unseren Wohnquartieren, sportliche und kulturelle, aber auch soziale Aktivitäten. Vielen Dank.